Camo Tackle hat wieder eine Riesenladung Gummifische bei uns in der Redaktion abgeladen. Einen Gummifisch, den viele kennen dürften, der Easy Shiner von Kitec. Da, Fisch! Oh, jig, jig, boom! Warum kennen diesen Gummifisch schon so viele Angler? Weil du von der Größenpalette von 2 bis 8 Zoll alle Raubfischarten bedienen kannst. 8 Größen erlauben dir kleine Schritte nach oben. Zum Beispiel, wenn du die Barsche am Wickel hast und dann genau ausselektieren kannst mit kleinen Schritten der Krötergröße. Und du kannst auch dich jeder Raubfischart anpassen und auch auf die Beißlaune reagieren. Die Klassiker sind hier die Barsch-Range, die Zander-Range und die Hecht-Range, obwohl die auch ineinander übergehen. Erlaubt dir, total flexibel zu sein, wie die Fische gerade drauf sind und welche Fische du gerade beangelst. Als ich die Köder in der Hand hatte, wusste ich sofort, damit muss ich los an den großen Fluss. Dazu waren wir in Deutschland unterwegs, am großen Strom. Und da musste er natürlich an die Stromkante ran. Schön da, wo es weh tut, auf Zander. Boah, auf den Easy Shiner, ey. Boah, der bockt. Oh ja, schöner Zander. Jetzt. Mal dagegen mit dem Kescher. Geil. Hat der Ding genommen, ey. So wie er sein muss. Saftiger Tock. Der hat richtig den Köder gewollt. Also es war wieder mal richtig schön klassisch. Vom Boot aus hier den kleinen Buntkopf angefischt mit der Strömung und schön rumkommen lassen. Von da an in die Abdrift zu am Kipppunkt auf der Höhe. Geil. Einfach gut. Wie läuft der Easy Shiner? Das Paddel hinten hat einen Links-Rechts-Lauf, also einen ausladenden Lauf. Und dabei blitzt die Flanke ab und zu mal seitlich auf. Sehr verführerisch. Das Schwanzende, also der Schwanzstiel, ist sehr, sehr dünn gehalten. So dünn gehalten, dass er genau diesen Lauf eben trifft. Durch den dünnen Schwanzstiel läuft er sofort, auch ohne Gewicht, sobald du anfängst, geringsten Zug drauf zu bringen. Easy Shiner riechen auch sehr typisch. Und zwar ist das ein Tintenfisch-Flavor, der da drin ist, zusammen in Verbindung mit einem Aromasalz. Was sehr von Vorteil ist, vor allem wenn man Absinkbisse verwerten will, ist, dass der Köder weich ist. Du kannst ihn auf einen kurzen Haken fischen und er wird weggeschlürft wie ein Rollmops. Camo Tackle hält eine riesige, wirklich riesige Farbpalette bereit für den Easy Shiner, wo du dich komplett austoben kannst, kreativ sein kannst, dich anpassen kannst an deine Gewässerfarbe, an mal was anderes zu probieren oder dich genau anzupassen. Also da ist wirklich für jeden und für jede Situation das richtige Dekor dabei. Und als ich im Sommer an einem riesigen schwedischen See war und an den Barschberg rangefahren bin, da musste der kleine Easy Shiner rein. Die drei Größen in der unteren Range haben da die Barsche nicht ausgehalten und damit kannst du richtig abfetzen. Ja, geil. Barschberg liefert. Oh, voller Distanzen. Die Bisse am geilsten, ey. Boah, schönes Ding, ey. Barschangeln gehört einfach dazu. Im Abendlicht. Ist es nicht schön? Und dunkel sind die gefärbt. Wie das Wasser. Oh, geht. Jetzt habe ich was richtig Gutes drauf. Ja, 5 cm aber. Auch gefährlich für bessere Fische. Ich bin echt gespannt. Oh, Alter. Jawohl. Oh, oh, oh.
Yes! Wow! Sauber! Der hat gewummert. Alter. Jawoll. Jawoll. 5 cm Köderchen für so einen Barsch. Oh, ist da rein. Jetzt bin ich glücklich, richtig happy. Knack. Geil, Easy Shiner. Hält da nicht aus. Auch für große Barsche gut. Schönes Tier. Was soll ich euch auch sagen? Das ist ja kein Geheimtipp, dieser Köder auf Barsch. Das ist einfach eine Waffe. Ja, wieder ein. Was ist das? Das ist nicht dein Ernst. Also, eins ist Fakt, auch wenn ich Barsche angel, hier ist der Köder, mich verfolgen die Zanderchen. Oh, Nachläufer. Der ist spritzig. Geil. Wenn sie so nachlaufen und sich um den Köder prügeln, dann angelst du im Sommer Barsche. Und der 5 cm, 2 Zoll, Easy Shiner, beste Köder für sowas. Und da war es genau so. Da habe ich erst mit dem ganz kleinen angefangen, mit dem 2 Inch. Habe die Barsche lokalisiert, zack, da sind sie in der Wurfrichtung. Und dann habe ich langsam nach oben selektiert, um die Barschgröße zu beeinflussen und um auch zu schauen, wie groß sind die überhaupt in dem Schwarm und wie viel machen sie mit. Auffällig bei allen Easy-Shinern ist, dass er unten und oben geschlitzt ist. Erlaubt dir, den Easy-Shiner mit sämtlichen Finesse-Methoden zu angeln. Wie hier zum Beispiel am Offset-Haken, da ist der obere Schlitz dafür da, dass der Haken drin versteckt ist und der untere Schlitz sorgt dafür, dass beim Biss der so weit runtergedrückt werden kann, dass der Haken auch auslöst. Das ist schon fies, gerade beim Hechtangeln im Kraut kann er schön drüber gleiten, sammelt nichts ein. Aber der Haken ist immer bereit. Je kleiner der Easy Shiner ist, desto mehr sind in der Packung drin. Und die kleineren kommen in so einer Blistertüte, schön alle auf dem Haufen. Wenn sie größer werden, mit dem Hartblister und die ganz großen dann auch hier im großen Blister. Schaut mal im Fachhandel nach, da gibt es die. Und alle Farben und alle Größen könnt ihr auf camotackle.de durchstöbern. Fazit ist, mit dem Easy Shiner von Kaitech könnt ihr alle Raubfischarten in allen Situationen treffsicher beangeln. Und wenn ihr mal in einer richtigen Barschschlacht drin steht mit den Gummis, müsst ihr aber auch damit rechnen, dass so eine Packung dann auch durch ist. Ne? Weil wenn die richtig vehement genommen werden, ein Drill nach dem anderen, dann halten die das auch nicht ewig aus. Aber dann haben sie ihren Job auch ordentlich getan. Zwei Zoll Easy Shiner, das hält er nicht aus, so ein Barsch. Den holt er sich definitiv immer.